Schönen guten Abend, ich bin der Jens. Ich habe etwas auf dem Herzen, was ich denke, was wichtig erscheint für jeden Menschen, für jedes Tier. Es geht um den Chip in Zukunft auf uns zu kommen. Ich bitte euch, lasst euch nicht chippen und lasst euch nicht, auch nicht eure Tiere chippen. Das Chippen hat im Mai diesen Jahres begonnen auf Antrag, denn die Babys gechippt, den Chip kriegen sie in die Stirn geschoben. Ich bitte euch, lasst euch nicht chippen. Wir haben kein Recht dazu. Dieser Chip wird ab 2016 zwanghaft eingesetzt. Um das Ziel zu erreichen, haben sie die Versicherungsprämien der Hebammen so hoch gesetzt, dass diese sagen, wir geben diesen Beruf auf. Bitte unterstützt die Hebammen, wehrt euch dagegen, dass diese Versicherungsprämien noch höher gesetzt werden, dass dieser Chip niemals in einen Menschen eingesetzt wird. Denn das wird zu einer Sklaverei führen. Dankeschön. Ich habe noch einen Anhang zu dem Chip. Ich wurde gerade gefragt, seit wann es diesen Chip gibt. Kann ich nur sagen, schaut mal bei Wikipedia nach. RFID-Chip. Da erfahrt ihr mehr. Den gibt es schon seit 1950. Der wurde auch schon in Kriegen eingesetzt. Der wurde Soldaten im Auge implantiert über Frequenzen ans Hirn und dann ab an den Großcomputer, so dass die großen Herren in den Staaten sehen konnten, was dieser Krieger ausübt. Wikipedia, RFID-Chip. Dankeschön.